Ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Szenario von Trainsim World 3, der Danny spielt das. Wir fahren heute die S19 Blankenberg-Sieg auf der Strecke Köln-Aachen und ja, wir würden einfach mal beginnen, würde ich sagen. So, als allererstes müssen wir natürlich den Fahrtrichtungswender einstecken und nach vorne verlegen, die Türen verriegeln. Das habe ich natürlich, was habe ich denn jetzt gemacht? Moment mal. So, jetzt aber. Irgendwas war da verkehrt. So, aufstehen. Batterie noch eben starten. So, PCB aus und IFA. Genau, dann setzen wir uns wieder in unseren Sitz. Haben noch ein bisschen Zeit, dann können wir hier noch einige Dinge vornehmen, und zwar das, das, abblenden, genau, das war es eigentlich soweit, sind wir eigentlich durch, können uns noch ein bisschen draußen umsehen, strömen jede Menge Fahrgäste noch zu uns, in diesen Zug, und Ausfahrt. Auf geht's, nächste Station, Horem. Befragung möglich. So, 2,5 Kilometer haben wir dann noch, aber wir können aufschalten. Dort sollen wir um 10.19 Uhr eintreffen. Da wollen wir das natürlich auch einigermaßen einhalten. Jetzt aber schon wieder ein bisschen bremsen, weil da vorne schon unser Ziel. So, Einfahrt Horem. Auch nicht gerade viel los hier. Aber ein wunderschöner Herbsttag. Ihr seht die Sonne. Traumhaft. Wunderschön. Nächste Station, Frechen. Fünf Kilometer. Ja, mal gespannt, ob uns gleich noch der ein oder andere ICE vorbeikommt, hier entgegenkommt. Da kommt ein Güterzug. Doppelbespannung, 185. Wunderbar.
kommt auch was. Das dürfte ein Regionalverzug sein. Genau. Quietschi. Nächste Station ist dann Frechen Königsdorf. Ankunft 10:23 Uhr, auch das sollte uns gelingen. Wunderbar. Klasse, das hat funktioniert. Einigermaßen stehe ich am Bahnsteig, glaube ich. Och ja. Oh ja, doch. Bin noch voll drin. Gibt's nichts. So, schauen wir uns das mal aus dieser Perspektive hier an. Auch mal schön, finde ich. So, Abfahrt. Nächste Station Köln, Köln-Weiden-West. Wunderbar, wunderschön. Mal mit Sicherheit noch über Köln Hauptbahnhof, bin ich mir fast sicher. So, da vorne ist dann schon das Ziel. Was kommt da? Quietschi? Nee, RE. Wunderbar. Zack. Was kommt denn jetzt eigentlich noch? Löwenich, Müngersdorf, Ehrenfeld, Hansaring und Hauptbahnhof. Also 1, 2, 3, 4, 5 Stationen. Doch gesagt, wir fahren zum Hauptbahnhof. Na komm.
So, wieder mal zu früh anscheinend. Was ist das eigentlich da unten rechts? Schade, ist nicht. Mit Kuppeln garantiert nicht. Alle Einheiten. Einheit, zweite Einheit. Naja, nächste Station Köln-Löwenich. Zu schnell wollen wir nicht werden. Verträgt sich nicht so gut mit der PZB. Oh. Sind wir schon. Zack, auch das hätten wir geschafft. So, das ist also Köln-Löwenich. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere von euch, diesen Stadtteil von Köln. So, nächste Station, Köln-Müngersdorf. Wunderbar, da fällt sie in unsere BR422. Technologiepark fahren wir jetzt hin. Dann haben wir, glaube ich, noch Köln-Hansaring und dann schließlich Köln-Hauptbahnhof. Ah, Level 5, 42 Kilometer. Der BR422 gefahren, wunderschön. Kommt es der andere Zug entgegen? Da wären wir schon. Ist auch wieder einiges los. Seht's, was da
zu einer Massen einsteigt und nochmal ihre Hausbank Investitionen für vor Ort. Warten Sie bis 10.31 Uhr und 20 Sekunden. So. Köln Hauptbahnhof, Köln Messe, Deutz, Köln Trimbor und Aussieg. S19, 10.37 Uhr ist der Folgezüge. Aber dieser hier fährt auch nach Aussieg. Nächste Station Köln Ehrenfeld. Auch einigermaßen pünktlich schaffen. Und danach müsste dann aber auch schon Hauptbahnhof kommen. So, wir öffnen die Türen. Licht sieht man dann doch besser. Wird langsam dunkel. So. Ah, der Hansaring. Kommt der doch noch. Dann brauchen wir 80 gar eigentlich gar nicht überschreiten, weil so, Hansaring ist aber dann der endgültig letzte Bahnhof vor dem Hauptbahnhof. Gleich 70. Seht ihr schon den Dom? Dom fliegt im Flugzeug. Ich sehe den Dom noch nicht. Ich habe den Dom noch nicht entdeckt.
mal ein bisschen aufpassen hier. Nicht 50, aber es kommt gleich erst. Sind wir ein klein bisschen im Verzug, aber es sollte noch genügen. Da ist der Dom. So. Der zweitletzte Halt in diesem Szenario. Bevor wir dann gleich in den Kölner Hauptbahnhof einfahren, riegeln wir ein letztes Mal oder vorletztes Mal die Türen. So, nächste Station, Köln Hauptbahnhof. Ach, traumhaft. Ich liebe den Kölner Hauptbahnhof. Das ist ein richtig schöner Bahnhof, muss man einfach so sagen. So, da wären wir ganz außen am Kölner Hauptbahnhof. Fängt es an zu regnen, jetzt wo wir in Köln einfahren. Sachen gibt's. Naja, wir sind trocken losgefahren und kommen mit Regen in Köln an. Besser jetzt als während der Fahrt, muss ich ehrlich sagen. Jetzt sollen sich andere damit rumschlagen. Das Personal wechselt hier in Köln Hauptbahnhof. Und das neue Personal fährt dann den Zug weiter nach Au-Sieg. Aber für uns ist hier Schluss. Und wir sollten Gold erhalten. Wir sind relativ pünktlich gewesen überall. Ja, das ist der Fall. Ja, und damit sage ich dann heute mal ein bisschen früher und schneller. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt mir treu, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Haut rein, ciao, servus und tschüss. Habt's gut noch.